Aufzeichnen. Okay, Aufnahme Mhm. läuft. Und jetzt gebe ich den Bildschirm frei für die Präsentation. So, Herr Tisch, und erteile Ihnen hiermit das Wort. Ach, du bist jetzt drinnen, Hans-Christian, im Bilde. Herr Tisch, bitte sprechen Sie. Mal ein Schildchen wegmachen. Ja, erstmal ganz herzliche Grüße aus Freiburg, aus dem Heliotrop übrigens, dem Experimentiergebäude, was jetzt schon so viele Jahre steht, wo wir uns immer noch wohlfühlen. Also herzliche Grüße. Und ich muss sagen, so eine freundliche Einladung und Einleitung habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Und ich kann mir eigentlich den ganzen Vorspann schon mal sparen. Wir sind ja hier alles unter, ja, wie soll ich sagen, umweltbewussten und problembewussten. Ja, wir stehen vor dem größten Problem der Menschheit wahrscheinlich, was sie je hatte, dem Klimawandel. Und es gibt aber große Chancen, immer noch große Chancen, trotz der Zeit, der vielen Zeit, die wir verloren haben, noch das Ruder umzulegen und ja, den Klimawandel erträglich zu machen, sage ich jetzt mal. Ja, und mein Vortrag heißt Klima retten, unsere Chance mit 100% erneuerbaren Energien. Das ist das Thema. Bitte schalten Sie weiter. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da ist was im Bild. So jetzt. Ja, die Lösung steht am Himmel. Sage ich Ihnen auch nichts Neues. Wir haben eine gigantische, unendliche und kostenlose Energiequelle, die uns Lebensenergie bringt. Licht, Wärme, Wind, Wasser, Biomasse. Ja, das haben wir zur Verfügung. Wir haben aber noch viel mehr. Wir haben inzwischen das Know-how, wir haben Kapital, wir haben Ressourcen entwickelt, also Know-how entwickelt und auch die bedeutendste Technik. Neben Windenergie, die Photovoltaik. Und Photovoltaik ist die billigste globale Energieform. Sie steht uns massenhaft verfügbar, zur Verfügung. Sie ist naturverträglich und flexibel anwendbar, also für ganz viele Zwecke. Und was auch ganz günstig ist, dass man es modular aufbauen kann. Man muss nicht gleich ein Riesenkraftwerk bauen, sondern kann auch klein anfangen. Die Photovoltaik wird sich mit Sicherheit durchsetzen, weil sie eben sehr kostengünstig ist, wenn wir aufhören, diese Technik auch auszubremsen. Ja. Also die Lösung liegt im exponentiellen Wachstum. Wir können durchaus erreichen, bis 2030 komplett auf regenerative Energien umstellen. Also wenn man eben das exponentielle Wachstum berücksichtigt. Nächstes Bild. Ja, ich sagte schon, beste, billigste Energietechnik. Wir können stolz sein hier in Deutschland. Frühe Solarpioniere und haben Vorarbeit geleistet und vor über 20 Jahren wurde das EEG geschaffen durch, also nicht von der Regierung, sondern das kam aus dem Parlament, vom Hermann Scheer, vom Hans Josef Fell und von Michel Husted vor allen Dingen. Ja. Die haben das vorangetrieben und das über alle Fraktionen hinweg durchgesetzt. Nächstes. Ja, und es geht darum, Klima retten ist nicht eine Last, sondern sie kann Lust und Freude machen. Wir können positive Ziele setzen und es geht auch um Qualität, es geht auch um Schönheit. Dass man die Solaranlagen beispielsweise nicht einfach auf die Dächer schraubt, sondern dass man sie gestaltet. Also man kann damit, hat damit eine neue
Möglichkeit, auch in der Architektur zu gestalten. Sie gibt Freude am Gelingen. Also als ich das erste Mal ein Solarpanel in der Hand hatte und die beiden Drähte angeschlossen an den Motor, das war also ein Genuss, das war also richtig, ein richtiges Schlüsselerlebnis. Ja, und eines auch, es wird ja immer wieder gesagt, ja, sparen, knausern, das Sparen ist wichtig, aber es geht auch um die Einnahmen. Und da kann man eigentlich auch sagen, ich habe also viel auch schon diskutiert über das Passivhaus. Ich finde den Namen nicht ganz so toll. Es geht auch darum, dass man aktive Systeme einbezieht. Als das Passivhaus natürlich entwickelt wurde, ging es darum, das sehr kostengünstig zu machen. Und damals waren alle aktiven Systeme eben noch sehr teuer. Es geht um das Plus-Energiehaus, das hat Zukunft, dass ich mir selber auch die Energie hole aus der Sonne, dass ich die Fläche auch nutze. Es geht um Plus-Energie-Quartiere, es geht aber auch um Städte, es geht einfach darum, dass wir viel Energie gewinnen, so viel wie möglich vor Ort. Und so ist es möglich auch, dass man mit Wohnen Klima schonen kann. Nächstes Bild. Ja, es ist schon angesprochen worden. Ich habe immer wieder so Großereignisse auch gesucht, um Druck zu machen, damals auf die Politik. Oberbürgermeister gedrängt, Mensch, hier ein bisschen mehr zu machen als eine Blumenschau. Und es ist mir tatsächlich gelungen. Landesgartenschau damals hat gesagt, wir machen es nicht, aber wenn du es machen willst, dann mach's. Wir geben dir einen Fläche. Und ich habe einen Tag Bedenkzeit erbeten, einige Leute angerufen, Sponsoren gefunden und so habe ich dann nach einem Tag zugesagt, dass ich das mache. Und wir haben dann die drei Solarpavillons aufgestellt, Photovoltaik integriert in die Dachflächen. Das waren auch gleichzeitig die Dachfläche. Und haben einen Parcours gebaut. Also ein Parcours, wo man dann auch Fahrzeuge ausprobieren kann. Darum ging es. Muskelkraftfahrzeuge aus der ganzen Welt besorgt. Elektrofahrzeuge damals aus der Konkursmasse von, das war Lord Sinclair, ja. Und der hat diese Sinclair entwickelt. Ab 14 Jahre konnte man in England damit fahren. Ich habe da 25 Stück gekauft, dass man mal so eine Grundausstattung hatte. Und wir haben selber dann auch Fahrzeuge, also das war der Ausstellungspavillon. Wir haben da ganz viele verschiedene Fahrzeuge ausgestellt. Wir haben eine Werkstatt gehabt, wo ich vor Ort Solarmobile gebaut habe. Also die Leute konnten zuschauen. Wir haben eine Servicestation gehabt für diese Bahn. So. Und da habe ich dann es gab einen Vorläufer, ein Jahr zuvor habe ich einen Viersitzer gebaut und während dem Rennen überlegt, was kann man eigentlich noch besser machen und habe dann auch einen ganzen Bausatz entwickelt, vom Einsitzer Solarmobil bis zum Zweisitzer bis zum Viersitzer. Und alle, also da ist überall ein Solardach drauf, alle konnten mitreden. Also wir haben vier Kurbeln gehabt, aber es musste nicht jeder mitreden. Wir haben einen Freilauf da drin. Ja, es hat Spaß gemacht und die Leute haben das auch ausprobiert. Allerdings hatte ich schon mehr Hoffnung, dass es alles schneller geht. Wir haben damals im Prinzip, waren das Vorläufer von den heutigen Pedelecs und Lasten-E-Bikes. Im Prinzip hatten wir das alles damals schon entwickelt. Lediglich noch mit dem Zusatz, dass wir auch Solarflächen hatten und damit eigentlich die Reichweite ist damit unendlich. Und wenn da noch die Muskelkraft dazukommt, sowieso. Nächstes Bild. Ja,
Vorhin haben Sie das schon gezeigt. Das war dann, da bin ich überredet worden von Journalisten, die gesagt haben, sie wollen mitfahren, sie besorgen auch das Geld dafür. Ich hatte das Geld erstmal nicht. Dann habe ich angefangen, wie sieht eigentlich so ein Fahrzeug aus, wenn man da eine Strecke fährt, 3200 Kilometer in Australien, im Land. Versteht man mich? Man versteht Sie aber Versteht man mich? mit den Mikros ausmachen. Man versteht Sie aber Ja? mit den Mikros ausmachen. Ja, also ich geht es jetzt? Ja. Ja? Also, das Fahrzeug wurde entwickelt speziell für diese Tour. Als ich begonnen hatte mit ersten Überlegungen, Konzeptionen, wie das aussieht, sah es dann allerdings nicht so aus, als ob Sponsoren da sind, sondern aber ich habe dann gesagt, ja, jetzt habe ich begonnen, jetzt ziehe ich das durch, habe meine Wohnung verkauft und damit eigentlich das Projekt finanziert. Das ist das Fahrzeug Lichtblick 2. Lichtblick 1 war das kleine Fahrzeug, ein Einsitzer, mit dem ich damals auch Weltmeister geworden bin in der Schweiz. Also in Australien bin ich nicht. Das war keine Weltmeisterschaft, sondern das war einfach eine Durchquerung von Darwin nach Adelaide. Es ging natürlich da auch um, gewonnen hat da General Motors. Also ich bin gegen General Motors, gegen Ford und andere große gefahren als kleines Unternehmen. Ja. Hier das Fahrzeug im Windkanal, das war ein Beitrag von VW. Und hier ist es die Fahrt auf dem Stuart Highway. Hier abends noch die letzten Sonnenstrahlen einfangen. Ja, das war Also nicht. man konnte das Panel dann eben entsprechend aufstellen und noch ein bisschen tanken. Gefahren wurde 9 Stunden am Tag. Und immer ein Aufpasser dabei, dass man nicht irgendwo auflädt, sondern man ist die 3200 Kilometer gefahren, ohne zwischen zu tanken, sondern die Tankstelle war eigentlich die Sonne. Nächstes Bild. Ja, eine Idee war von mir, die Flächen, die da sind, zusätzlich zu nutzen. Zum Beispiel hier ist eine Autobahnüberdachung. Das war ein Projekt im Kleingeräteprogramm vom Bund. Lief über Fraunhofer Ise und ein Kleingerät war 15 kW, also ein Träger, und diesen Träger konnte man natürlich dann immer erweitern. Theoretisch ja, hätte man da also unendlich viele könnte man da unendlich viel Energie gewinnen. Wir haben damals das entwickelt, haben statisch durchgerechnet, haben es kostenmäßig durchgerechnet. Das ISE hat die technischen Parameter geliefert, Dachneigung oder auch Verspiegelung und so weiter. Also wir haben das ziemlich genau untersucht. Und wir haben zwar kein Modell aufgestellt über der Autobahn, aber diese Technik, die da entwickelt wurde, haben wir dann auch weiter verwendet. Nächstes Bild. Ja, das nächste große Event war eigentlich die Expo 2000 in Hannover, also Weltausstellung. Und da habe ich auch den Oberbürgermeister gedrängt, doch da mitzumachen, als gedacht war, dezentrale Projekte. Das war auch so ausgeschrieben bei der Weltausstellung. Man konnte mit dezentralen Projekten sich beteiligen. Aber unser Oberbürgermeister war dann der Meinung, wir gehen auch nach Hannover. Und Freiburg war die einzige Stadt, die dann in Hannover auch ausgestellt hat. Also wir selbst haben dort auch unsere Projekte präsentiert. Und das war eine Geschichte, ein Dach überm Bahnhof, und zwar Verbindungsstelle. Also da ist die größte
Menschenansammlungen jeden Tag, und zwar der Umsteigung, das Umsteigen von der Fernbahn hier, Basel-Hamburg, auf die Straßenbahn hier oben, Hauptknotenpunkt, die Rolltreppen hier hoch. Ja. Und das war eben nicht nur Solargewinn, Stromgewinn, zur Stromgewinnung gedacht, sondern eben auch als Zeichen. Wir haben es Sonnenportal genannt, und gleichzeitig auch die Überdachung, Schutz der Personen. Das war unser Beitrag, und zwar wir haben zusammen die FESA gegründet, Förderverein Energie- und Solaragentur. Aus dieser FESA ist nachher eine Energieagentur entstanden, die gab es damals noch nicht. Und die FESA ist bis heute an der Energieagentur beteiligt, die ist sehr erfolgreich geworden. Und zusammen mit der damaligen Solarfabrik haben wir dem Sportclub Freiburg, damals auch schon Bundesliga-Stadion, haben wir ein Solardach verpasst. Das war eine Gemeinschaftssolaranlage. Wir haben Leute gefunden, Idealisten, die bereit waren, Geld zu geben für die Solartechnik. Denn damals war es komplett unwirtschaftlich. Also die Anlage war sehr teuer noch, und es hat auch nicht viel gegeben pro Kilowattstunde. Freiburg war ein bisschen besser als andere, 39 Pfennig pro Kilowattstunde hat es gegeben. Ja, aber nach 4 Jahren kam ja dann das EEG, und dann wurden diejenigen, die sich hier beteiligt haben, eigentlich auch noch mit dem EEG beaufschlagt. Nächstes Bild. Das Heliotrop haben Sie vorhin gesehen, eine komplette Holzkonstruktion. Also das war eine große Herausforderung, eine Holzröhre, 11 cm dick hier. Auf der steht das ganze Haus. Diese Holzröhre geht durch das ganze Haus, und oben trägt es dann noch den Solargenerator. Die Röhre ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse, also da ist immer die Türen. Es gibt keinen Flur im Haus, sondern es gibt praktisch nur die Treppe, und von den Podesten aus geht man in die einzelnen Räume. Ja, es ist ein Experimentierhaus. Wir haben eben versucht, in allen Bereichen da zu punkten. Einmal wenig Fläche. Und die Fläche auch oben auf dem Dach teilweise wieder begrünt. Also hier wieder Begrünung geschaffen. Holzkonstruktion, sagte ich schon. Warmwasserkollektoren, Photovoltaikanlagen. Also das war alles noch relativ neu damals. Auch die Verglasung, auch schon mit dreifach Wärmeschutz isolierverglast. Ja. Wasserkonzept, wir haben auf dem Gelände, reinigen wir das Wasser, das gesamte Abwasser wird gereinigt. Da hat uns Herbert Dreiseitel aus Überlingen geholfen, 2 Reinigungsteiche. Ja, und die Waschmaschine wird beispielsweise mit Regenwasser noch betrieben. Also wir haben 3 Wasserqualitäten, Trinkwasser, Regenwasser und das Grauwasser. Aber also das machen wir nicht normal, sondern das ist einfach hier dem Experimentierhaus geschuldet, an dem ich eben viel Erfahrungen sammeln wollte. Nächstes Bild. Sie sehen hier den Solarturm in Offenburg. Und zwar, das war das Nachfolgeprojekt von der Autobahnüberdachung. Also ich hatte da diese Erfahrung gesammelt, also der Chef von Hans Grohe, der Klaus Grohe, kam zu mir und gesagt, wir brauchen Ideen, Visionen, was können wir machen? Und dann habe ich diesem Neubau, ich habe empfohlen, also kein Flachdach zu machen, sondern ein Sheddach.
sodass die Produktionshalle Nordlicht bekommt und das Süddach haben wir dann mit Photovoltaik ausgestattet. Vorgefertigt unten große Flächen und die haben wir dann einfach mit dem Kran hochgehievt und eingehängt. Es war damals die größte dachintegrierte Solaranlage überhaupt. Nächstes Bild. Das ist jetzt die Solarsiedlung in Freiburg. Auch ein dezentrales Expo-Projekt, was wir in Hannover dann auch ausgestellt haben. Wir haben begonnen mit, also es war nicht leicht, diese Siedlung überhaupt durchzusetzen. Das ging über mehrere Jahre. Wir hatten einen Bauträger, einen sehr potenten Bauträger, den Sie wahrscheinlich auch kennen. Der hat aber während dem Projekt schlapp gemacht. Und ich habe damals gesagt, das Projekt ist so gut, man muss es realisieren. Und habe dann weitere Menschen gesucht, die da mitmachen und habe einen ganz tollen Menschen gefunden. Das ist Alfred Ritter, Ritter Sportschokolade. Das Gespräch ging 10 Minuten, er hat mich angeschaut, machen Sie mit? Also mache ich auch mit. So, und er hat seine Schwester noch mit dazu geholt und wir waren dann die drei Gesellschafter. Wir haben die Solarsiedlung GmbH gegründet und konnten dann irgendwann auch das Grundstück erwerben. Ein Grundstück, was früher vom Militär genutzt wurde, aufgegeben wurde von den Franzosen nach der Wende. Ja, und haben begonnen mit dem ersten Haus hier, das fünf Häuser, also es sind alles Holzhäuser, die vorgefertigt wurden in der Werkstatt und wurden in einem Tag wurde so ein Haus aufgestellt und dann noch fertig ausgebaut. Ja, damals, oder wir haben öfters Projekte gehabt, wo wir dann die Solartechnik vorgesehen haben, da hieß es aber immer, es ist noch zu teuer. Dann haben wir das einfach vorbereitet, dass man das später nachrüsten kann. Und hier habe ich gesagt, wenn uns geht, wir machen doch nicht immer nur Vorbereitung, sondern wir machen das jetzt gleich und haben diese Photovoltaik, die eben noch sehr teuer war, eingerechnet in den Hauspreis, was ein bisschen schwierig war, weil dadurch wurde natürlich die Häuser auch teurer. Wir hatten dann Glück, dass 2000 das EEG ins Leben gerufen wurde, also ein erneuerbare Energiegesetz. Dann gab es für die Einspeisung gab es 99 Pfennig pro eingespeiste Kilowattstunde. Und das war natürlich der Durchbruch. Und Sie sehen, dass wir dann, das habe ich durchgerechnet gesehen, jetzt lohnt sich es eigentlich. Und wir haben die Dächer alle so groß gemacht, wie es irgendwie geht. Da war es noch ein bisschen bescheidener. Nächsten Bild. Ja, auch da wieder ein Projekt, wo ich gesagt habe, wir schauen, dass wir den Verkehr draußen lassen und immer wenn uns das gelingt, dem Auto die Dominanz zu nehmen, dann sprechen die Bewohner vom Paradies. Und so ist es auch hier. Also sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder nutzen die Freiflächen und es ist ein entspanntes Gefühl, eigentlich wie wenn man in Ferien ist. Nächstes Bild. Das ist das Sonnenschiff, das gehört zur Solarsiedlung. Sie haben vorhin die Rückseite gesehen. Das ist jetzt die Seite zur Straße. Ein Schallriegel, der notwendig war, um dahinter ruhig zu wohnen. Also das war städtebauliche Vorgabe. Und wir haben dann ein Wohn- und Gewerbegebäude gemacht. Unten also Gewerbe. Sie sehen, dass wir hier, mir ist es gelungen, Alnatura reinzubringen. Das war damals die dritte Filiale, die sie hatten. Wir haben DM dazu bekommen, hier reinzugehen. Und vor allen Dingen in dem Kopfbau ist das Öko-Institut untergekommen. Öko-Institut, dann hier in diesem Bereich, dann die GLS-Bank. Also
Es war eigentlich toll, dass wir nicht nur das Gebäude ökologisch durchführen konnten, sondern dass wir auch das mit dem entsprechenden Inhalt belegt haben. Wir haben das Büro hier, also mein Büro ist hier drin. Und andere Büros sind auch, die sich auch mit Umwelt und sozialem Engagement auszeichnen. Obendrauf dann die Plusenergiehäuser wieder, also Penthäuser als Plusenergiehäuser. Das, was Sie hier grau sehen, das ist was ganz Besonderes. Das sind alles Vakuumpaneele, 5 cm dicke Paneele, die eben eine Wärmedämmung bringen, ungefähr von 30 cm üblicher Wärmedämmung. Und ich konnte das machen, indem wir Fläche gespart haben. Also das war teurer, aber am Endeffekt doch günstiger als eine konventionelle Wärmedämmung. Nächstes Bild. Ein Projekt in Berlin, Möckernkiez, eine ganz junge, sehr engagierte Genossenschaft. Die hat sich extra gegründet deswegen und hat ein relativ großes Quartier hier gebaut unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten. Auch da ist es uns gelungen, dann eben zusätzlich noch Photovoltaik unterzubringen. Es gibt natürlich BHKW, ein Energiekonzept für das Projekt. Und ich muss sagen, es ist eine ganz tolle Atmosphäre da in dem Quartier. Alles selbst organisiert, unterschiedlich große Wohnungen, aber viele kleine Wohnungen, die man dann auch zu größeren Wohnungen zusammenschließen kann. Nächstes Bild. Ja. Können wir weitermachen? Ein Projekt in Freiburg, was ich initiiert habe, das ist ein Baugemeinschaftsprojekt, also ein Baugruppenprojekt. 21 Wohnungen, kleine Wohnungen, die man auch vergrößern kann. Also bis zu 3 kleine Wohnungen sind da entstanden, das dann durchaus auch größere Familien da drin wohnen können, aber auch kleine. Also was sich auch bewährt hat, ist, dass Ehepaare oder Partnerschaften sich jeweils eine kleine Wohnung gekauft haben, die zusammengelegt haben und jetzt in einer größeren Wohnung leben. Die können sie aber jederzeit auch wieder teilen. Komplettes Holzgebäude, leider sieht man das nicht. Wir mussten das wir mussten es verputzen, also Wärmedämmverbundsystem aus. Wir haben Schall berücksichtigen müssen und vor allen Dingen natürlich den Brandschutz. Nächstes Bild. Ein Blick in eine Wohnung. Also was wir sichtbar lassen konnten, war die Tragkonstruktion der Decke. Nächstes Bild. Und da bin ich ganz froh, dass das gelungen ist. Das war gar nicht so einfach. Also hier oben ist der kleinste Raum im Gebäude und der hat die schönste Aussicht. Der kleinste Raum ist ein Wasch- und Trockenraum für die gesamten Bewohner hier. Und da steht auch eine Kaffeemaschine. Man kann sich da treffen und kann auch die Wäsche dann im Freien aufhängen. Das ist eigentlich der Garten, damals bei dem Foto noch nicht sehr begrünt. Wir müssen jetzt mal ein neues Foto machen, sodass man den Dachgarten auch dann erleben kann. Oben rüber, also man kann das durchaus kombinieren, einen Dachgarten und Solartechnik. Also wir haben hier Vakuumröhrenkollektoren, die warmes Wasser machen, sodass Sommer über das BHKW abgeschaltet werden kann und eben alles nur über die Sonnenkollektoren läuft. Das ist ein Forschungsprojekt. Ich hätte wahrscheinlich eher Photovoltaik vorgesehen, aber das war irgendwo vorgegeben und gedacht war eigentlich, dass das Flachdach genutzt wird und dann schädartig die normalen Warmwasserkollektoren da aufgestellt werden. Ich habe dafür gesorgt, dass wir die gesamte Dachfläche frei haben als Terrasse und Gartenfläche und die Solaranlage nach oben gehoben. Nächstes Bild.
Ja, das ist jetzt ein Projekt, da sind wir dran. Plus-Energie-Klimahäuser habe ich das genannt, weil ich einfach noch mal stärker auf das Klima aufmerksam machen wollte. Das ist auch wieder ein Schallriegel. Das ist gegenüber einem Gewerbegebiet. Das ist die Eingangsseite, die Straßenseite, und auf der anderen Straßenseite ist eben das Gewerbe. Teilweise wird da morgens um 4 schon angeliefert mit Kühlwagen, die Lärm machen. Und wir mussten hier jetzt eine Schallschutzfassade bauen. Und dieser Schallriegel ist notwendig, damit das Neubaugebiet, was dahinter liegt, vom Schall geschützt wird. Ich habe 4 Häuser geplant, also 4 Häuser, die zusammengebaut wurden, und im Erdgeschoss 4 Läden, also Ladengeschäfte, einfach um auch das Quartier zu beleben. Wir haben dann da, das ist die Nordostseite, Studios vorgesehen, also auch zum Arbeiten, Wohnen, Arbeiten. Und nach der anderen Seite, Südwestseite, sind dann hauptsächlich die Wohnungen orientiert. Nächstes Bild. Ja, das ist jetzt die Südwestseite. Das ist jetzt noch ein bisschen schematisch dargestellt, die Solarflächen. Wir haben insgesamt 470 Kilowatt Peak Solarleistung untergebracht. Dazu helfen auch die Balkone. Also auch an den Balkonen dann statt geschlossenen Geländer oder ganz offenen Geländer haben wir hier sowas gewählt wie so halboffen, also semitransparente Module, die so einen gewissen Schutz bieten, aber auch, dass man auch eine gewisse Offenheit noch hat. Unten direkt auf die Freifläche orientiert die Erdgeschosszonen. Nächstes Bild. Ja. Das ist jetzt der Grundriss, das ist das Gebäude, die 4 Häuser, die da zusammengebaut sind. Was wir gemacht haben, ist den Fußweg hier direkt an die Gebäude geführt. Vorne haben wir Stellplätze untergebracht und hier nochmal eine Solarfläche, die gleichzeitig darunter ist, sind Carports, und das ist gleichzeitig die Abfahrt. Also die Abfahrt hier runter in die Tiefgarage. Die Tiefgarage. Da habe ich beschlossen, dass kein Verbrenner reinkommt. Ich möchte keine Abgase im Haus haben. Die Verbrenner müssen draußen bleiben. Also hier entweder unter dem Carport oder draußen entlang der Straße. Mir ist es auch gelungen, die Gemeinde zu überzeugen, dass wir ein Mobilitätskonzept machen, und haben ungefähr dadurch circa 45 Stellplätze eingespart. Das wäre teuer geworden. Außerdem ist es dadurch möglich geworden, einen großen Fahrradraum zu machen, also Fahrradkeller unterzubringen und nicht eben alles mit Autos vollzustopfen. Wir haben Carsharing, Elektro-Carsharing. Also wir starten mit 4 Fahrzeugen. Wir haben Lasten-E-Bike auch als Sharing-Fahrzeuge vorgesehen. Und meine Hoffnung ist, dass in dieses Ladenlokal dann vielleicht so ein Fahrradgeschäft, E-Bike-Geschäft reinkommt, der dann auch ein bisschen dieses Mobilitätskonzept unterstützen kann. Also auch diese Stellplätze werden elektrisch angeschlossen, unten sowieso. Da müssen wir natürlich die Ladepunkte überall bringen, sonst würde es hier gar nicht funktionieren. Aber alle 83 Stellplätze, die wir haben, werden elektrisch angeschlossen, weil ich sicher bin, es geht nicht mehr lange, dann fahren keine Verbrenner mehr. Oder mindestens werden sie nicht mehr neu hergestellt, fahren dann vielleicht noch eine Weile, aber ich bin sicher, dass sich das relativ bald ändert. Nächstes Bild. Ja, ich möchte jetzt nicht auf die Grundrisse eingehen, nur das so das Prinzip zeigen. Also kleine Wohnungen, die man zusammenschalten kann. Also man kann zum Beispiel hier vorne
die Wohnungseingangstür machen, dann hat man eins, zwei, drei Wohnungen beieinander. Das kann man auch hier machen, da sind dann zwei Wohnungen drin, oder man kann sie eben zusammenschalten, da sind jetzt auch Zweizimmerwohnungen, da drunter ist mal eine Einzimmerwohnung, auch die kann man zusammenschalten, also völlig variabel. Wir haben keine tragenden Wände hier drin, außer im Treppenhaus und Aufzug. Sind keine tragenden Wände, sondern leichte Trennwände, die man auch verändern kann. Mir war wichtig, dass das Gebäude eben sehr langfristig genutzt werden kann. Alle Wohnungen und auch Ladengeschäfte sind barrierefrei, also deswegen da direkter Zugang ohne Stufen, auch nach draußen auf die Balkone. Nächstes Bild. Ja, und das ist jetzt ein Beispiel für eine Extremsituation, dass man alle Wohnungen zusammenschaltet. Also jede Wohnung, hier jede Wohnung ist für sich und die kann man zusammenschalten zu einem Cluster, kann hier aus dem Studio einen Gemeinschaftsraum machen, Gemeinschaftsküche, aber jeder hat auch eine kleine Küche nochmal in seiner Wohnung. Also denkbar für Wohngemeinschaften, für Alten-WG oder was auch immer, oder Behinderten-WG. Nächstes Bild. Dann ein Blick nach oben, Penthäuser, Maisonette-Wohnungen. Also es gibt dann immer noch die Dachterrassen, also die haben Balkone und die Dachterrassen. Wir haben dann dieses Studio erweitert, auch ein Dachterrassenanteil, einen wunderschönen Blick hier, Ausblick hier immer über diese Ecken. Nächstes Bild. Ja, das ist jetzt so eine Penthouse-Wohnung. Auch die kann man verändern. Also zum Beispiel kann man diese Wohnung dann zusammenschalten. Und alles ist eben barrierefrei. Nächstes Bild. Blick ins Innere. Blick vom Bad übers Wohnzimmer nach draußen, ins Freie. Nächstes Bild. Ja, also mir ging es, das kam jetzt ja, habe ich ja auch schon jetzt mit erwähnt, drum, viel Qualität reinzubringen. Also billig bauen geht nicht. Wir reden ja immer über bezahlbares Wohnen, aber bezahlbar, darum geht es natürlich, dass man das Wohnen bezahlbar macht. Aber da gibt es viele andere Stellschrauben, als jetzt billig zu bauen. Außerdem kann man das eigentlich gar nicht mehr mit den vielen Vorschriften, die wir haben, kann man also nicht mehr sehr viel Geld einsparen. Es geht um Qualität, es geht um Nachhaltigkeit, langfristig, dass man langfristig wohnen kann. Und ich habe hier Wohnen und Immobilie. Es gibt dann auch noch die Mobilie, da komme ich gleich drauf. Also anpassbare Grundrisse, barrierefrei, seniorengerecht, also dass man auch wohnen bleiben kann, auch im Alter wohnen bleiben kann, auch wenn man jung einzieht. Möglichkeit von Wohnen und Arbeiten. Das gemeinschaftliche Wohnen, also unterschiedlich große Wohnungen, je nach Bedarf. Und dann auch noch ganz exklusive Penthouse-Wohnungen und die Ladengeschäfte, Praxen und so weiter. Nächstes Bild. Ja, Energie und Mobilie. Plus Energiehausstandard, und zwar KfW 40 Plus. Das ist auch wirtschaftlich sehr günstig. Dadurch, dass jede Wohnung auch noch einen Tilgungszuschuss bekommt. Heute, also wir bekommen 30.000 Euro pro Wohnung, also auch eine kleine Wohnung mit 25 Quadratmeter kriegt auch schon 30.000 Tilgungszuschuss von der KfW. Ab 1. Juli wird es erhöht auf 37.500, also 37.500 Euro. Heute gibt es 30.000. Wenn Sie Passivhausstandard machen, kriegen Sie auch, aber Sie kriegen eben weniger. Also es geht hier um den Plus-Energiehausstandard, KfW 40 Plus und nicht KfW 40. Also
Wir haben günstigen Strom aus der Photovoltaik, wobei ich heute noch nicht weiß, wie wir das wirtschaftlich lösen. Technisch ist es klar. Wie es wirtschaftlich geht, weiß ich nicht, wie wir so ein paar Bremsen noch lösen können. Vorschriften, die da noch sagen, ja, Grenze ist 100 kW, völliger Blödsinn, also für Mieterstrom 100 kW an einem Anschlusspunkt. Wir haben aber insgesamt 470 kW und da müssen wir jetzt gucken, wie wir da aus dem Thema rauskommen oder ein anderes Modell finden. Aber wir machen das in jedem Fall. Die Frage ist dann eben wie. Wir haben Energieeinsparungen natürlich, einmal durch die sehr gute Gebäudehülle. Dazu gehören auch die besten Fenster, die wir kriegen können, also extrem gute Fenster. Also der letzte Schliff gemacht wird, also auch, dass man fast keine Wärmebrücken mehr hat. Dann haben wir Einsparungen über den Legionellenfilter. Also aus dem kalten Wasser werden schon die Legionellen ausgefiltert. Das hat den Vorteil, dass man nicht mehr auf 60, 70 Grad hochheizen muss, um die Legionellen schlafen zu legen, sondern es reicht wahrscheinlich so 48 Grad Vorlauftemperatur im Wärmenetz. Dadurch arbeitet die Wärmepumpe im wesentlichen besseren Wirkungsgrad. Einen weiteren Punkt haben wir in den Duschen. Wir haben ein Duschrohr unter jeder Dusche. Das führt zur Wärmerückgewinnung. Also wenn ich unter der Dusche stehe, kriege ich 50-60% meiner Wärme wieder direkt zurück. Im ganzen Gebiet ist ein kaltes Nahwärmenetz. Das haben wir beschlossen, beziehungsweise wir haben es der Gemeinde nahegelegt, das zu machen. Das kalte Nahwärmenetz sind kalte Warmwasserleitungen, die in der Erde liegen, ungedämmt. Dadurch haben sie so circa 12 Grad, 10, 12 Grad. Und zusätzlich wird jetzt noch Wärme reingespeist über einen Abwasserkanal, der an dem Gebiet vorbeiführt. Da wird erstmal das Material rausgenommen, Wärme vielleicht 4 Grad abgenommen und das Material dann wieder in den Kanal gegeben, sodass es ungestört wieder weitergehen kann. Fußbodenheizung hat hier den Vorteil, dass wir auch im Sommer, wenn es sehr heiß ist, kühlen können mit der Fußbodenheizung, also einfach eine passive Kühlung. Die emissionsfreie Tiefgarage, ich sagte es schon, für Elektromobile und Carsharing, also E-Carsharing und Lastenbike-Sharing. Und noch was Besonderes haben wir im Fahrradkeller, eine Werkbank natürlich und Schließfächer für die Akkus, sodass man die Akkus nicht in die Wohnung tragen muss und dort aufladen, sondern die kann man dann praktisch im Schließfach lassen und da kann man auch die Helme oder Handschuhe oder was man sonst so hat, auch mit unterbringen. Nächstes Bild. Ja, einfach ein Eindruck. Also wir machen das zusammen mit Stadtmobil, also Carsharing in Freiburg oder in Südbaden. Dann Energiedienst, das ist ein Energiedienstleister, ein relativ großer Energiedienstleister. Ihm gehört zum Beispiel das größte Kraftwerk im Rhein, Rheinfelden und viele andere Wasserkraftwerke. Aber die engagieren sich auch im Bereich Photovoltaik und vor allen Dingen eben auch im Elektro-Carsharing. Nächstes Bild. Ja, das sage ich Ihnen, glaube ich, jetzt nichts Neues. Ich habe nochmal überlegt, was könnte man jetzt eigentlich ganz schnell auf die Reihe bringen, wenn man jetzt Regierung wäre oder die Regierung beraten könnte. Was müsste man machen? Als erstes mal Rückbesinnung auf das EEG, Erneuerbare Energiegesetz. Ich glaube, das hatte 5 Seiten, das Gesetz. Heute hat es zwischen 60 und 70 Seiten, also ist extrem kompliziert geworden, dass es kein Mensch mehr versteht. Wenn man das vereinfacht,
Das wäre schon mal ein großer Anreiz für private Investitionen. Und ich glaube, da muss es auch hinlaufen. Also wir können das nicht mit öffentlichen Mitteln alles schaffen, sondern wir müssen die Menschen wieder dazu anhalten oder ihnen das erlauben, dass sie sich engagieren für Klimaschutz und für regenerative Energien. Also das heißt, die Regeln vereinfachen und Behinderungen abschaffen. Also die ganzen Bremsen, die wir haben heute, die kann man lösen. Die Bremsen sind ja gemacht worden zum Schutz der großen Energieversorger, weil es denen zu schnell ging mit der Photovoltaik. Wir waren ja mal bei 10, 12 Gigawatt pro Jahr, die installiert wurden. Das war im Jahr 2002, 2003, 2004. Und das ging den Energieversorgern zu schnell. Und die Politiker haben mitgeholfen, das Ganze auszubremsen. Da sind ganz viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Zukunftsfähige Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Und man hat halt die anderen geschützt, die Kohle geschützt, dass die Kohle noch weiterlaufen kann. Ja. Dann Begrenzung der CO2-Emissionen zum Beispiel. Es gibt noch viele mehr Möglichkeiten, aber als erstes mal die CO2-Bepreisung anheben. Am Beispiel Schweden, dort sind es die Tonne CO2 kostet 1.000, kostet 100 Euro. Also eine Tonne 100 Euro in Schweden und Schweden kommt eigentlich ganz gut damit zurecht. Dann nach und nach die Subventionen für die fossilen Energien abschaffen. Die sind, so viel ich weiß, viermal so hoch wie Subventionen für die Erneuerbaren. Dann, was auch schnell möglich wäre, Geschwindigkeitsbegrenzung, Autobahn, dann die Bundesstraßen und meinetwegen in den Städten. Das ist ganz wichtig, dass man in den Städten runterkommt auf 30 Kilometer. Im Moment ist es ja nicht einmal möglich, wenn die Stadt will, der Gemeinderat es will, dass er dies durchsetzen kann. Er kann es immer nur auf kleinen Strecken, muss es begründen, warum. Und dann kurz vor der Kreuzung kommt dann wieder ein 50-Kilometer-Schild. Also das kann man mit Sicherheit vereinfachen und das würde den Verkehr einfach sogar flüssiger machen und ungefährlicher machen und mit weniger Abgasen und Lärm. Ganz wichtig meine ich, dass wir den Parkraum einschränken, um den öffentlichen Verkehr und das Fahrrad zu unterstützen. Und auch ein Thema, dass man den Stellplatznachweis nicht an den Wohnungen festmacht, sondern wer ein Fahrzeug hat, soll einen Stellplatz nachweisen. Das wäre eine vernünftige Stellplatzverordnung. Nicht das, was wir heute haben, ist ja ein Überbleibsel aus der Reichsgaragenordnung. Das ist im Dritten Reich, ist die geschaffen worden, um die Mobilität zu unterstützen. Nächstes Bild. Ja, raus aus der Krise. Stellen Sie sich einmal vor, wir haben Billionen Euro eingespart, Millionen zukunftsfähiger Arbeitsplätze geschaffen, könnten besser und mit viel weniger Kosten leben, haben eine sichere Energieversorgung, die Kriegsgefahr um Öl und Gas beseitigt, die Abhängigkeit von Öl- und Gasstaaten ist verschwunden, alle Atomkraftwerke haben wir stillgelegt, die Luft ist ohne Abgase und weniger Feinstaub. Wir haben die Armut verringert, weniger Überschwemmungen, Waldbrände und viele anderen Gefahren, die wir heute haben. Das Geld fließt nicht an die Energiekonzerne, sondern bleibt bei uns. Und die Katastrophe ist gebannt, das Klima gerettet. Stellen Sie sich das einmal vor. Das geht. Nächstes Bild. Ja, und ein Lieblingsspruch von mir. Wende dich der Sonne zu und du lässt deinen Schatten hinter dir. Und jetzt noch eine Empfehlung. Rainer Grieshammer, Chef vom Öko-Institut AD, ja, der hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Hashtag Klima retten. Kann ich sehr empfehlen. Ja, und jetzt bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und ich gehe gerne auf Fragen oder Anregungen ein. Dankeschön. Danke.
Katja A. Katja, wir hören dich nicht. Was schaffst du halt noch? Jetzt, wie kriege ich die frei? Moment. Wo ist er denn? Katja. Hallo, hört man mich jetzt? Ja, jetzt hört man dich. Bitte nochmal okay. Von vorne anfangen. Dann fange ich nochmal an. Ich möchte mich bedanken für den sehr persönlichen, informativen Vortrag. Mich hat es sehr bewegt. Und den Schluss, den sehe ich jetzt einfach als einen schönen Ausblick. Ich würde sagen, wir akzeptieren einfach oder wir nehmen einfach an, was Sie da zusammengefasst haben. Was wir uns vorstellen können, ist einfach ein schöner Ausblick. Und da wollen wir hin. Und jetzt fasse ich mal zusammen, was es an Fragen gab. Ganz am Anfang hatten wir ja das Heliotrop und da gab es einige Fragen gleich mal dazu. Und zwar als allererstes, wie es denn mit der Baugenehmigung ausschaut. Ist da irgendwas anderes noch zu beachten als bei sonstigen Bauwerken? Ja, also der Vorteil war beim Heliotrop, dass es am Rand einer Siedlung war und dass es wohlwollende Unterstützung gab von der Stadtplanung in Freiburg. In Offenburg war es kein Problem, da war es im Industriegebiet. Ja, da wurde Hans Grohe neue Fabrikationshallen gebaut und sie wollten ein Besucherhaus haben. Und da habe ich Ihnen, weil ich gerade am Heliotrop war in Freiburg, habe ich Ihnen das empfohlen. Es hat von der Größe her gestimmt, von der Höhe her gestimmt. Sie wollten nämlich auch auf ihre neue Solaranlage schauen können. Also es hat eigentlich alles gepasst. Und ansonsten ist es natürlich in einem Wohngebiet schwierig und wird man wahrscheinlich dann auch nicht machen. Wenn man so hoch bauen kann, würde man die Fläche auch besser nutzen und mehr Wohnungen unterbringen auf der gleichen Fläche. Aber damals hatte ich gedacht, das ist ein Gebäude, schaffe ich wie einen Baum, es hat unten einen Stamm und viel Freifläche. Also man könnte das wunderbar unterbringen an Panoramastraßen. Ja, man kann dann einfach trotzdem durchschauen, ja, kann das Panorama genießen und man könnte solche Häuser auch wie Bäume aufstellen. Hat die Form des Hauses etwas mit dem Energiebedarf zu tun, war auch eine der Fragen. Ja, also die runde Form ist natürlich ideal, hat wenig Außenfläche, viel Innenfläche. Insofern hat es gewisse Vorteile. Und jetzt kommen noch so ganz Fragen, die mit Ihrem Leben zu tun haben. Wie wirkt sich denn das Ganze auf den Biorhythmus aus, wenn Sie sich da so immer der Sonne nachbewegen? Merken Sie da irgendwas? Ja, also jetzt muss ich auch sagen, das Haus fährt nicht ständig durch die Gegend, sondern es im Moment steht es auch einfach nach Süden. Und wenn jetzt mehr Sonne kommt, dann drehen wir das auch weg. Also dann drehen wir es ein bisschen nach Osten, sodass man immer genügend Energie in den Warmwasser Kollektoren hat, dass man immer genügend warmes Wasser hat, aber dass man auch den Schatten hat und es nicht so warm wird im Gebäude. Und wenn es halt dann mal einen weniger guten Tag ist, dann könnte man und meinetwegen Abendsonne, dann kann ich natürlich sagen, so jetzt fahr mal auf die Abendsonne und wir können in die Vogesen schauen beispielsweise, ja. Okay, ich denke, damit haben wir auch eine andere Frage, die gestellt wurde, beantwortet, weil da kam, dreht das Haus dann nachts immer zurück. Aber wenn Sie aussuchen, wie das Haus gedreht wird, dann wird es auch nachts nicht wieder zurückdrehen, sondern Sie stellen es einfach immer so. Aber wenn ich es auf Sonnenlauf stehen habe, dann dreht sich es tatsächlich morgens um 4 Uhr, dreht sich es dann zurück. Ah, okay. Ich stehe dann genau im Osten, da wo die Sonne aufgeht. Also eine Jahresuhr drin und die weiß ganz genau, auch wenn Wolken da sind oder es dunkel ist, also die Jahresuhr weiß, wo die Sonne ist. Das ist dann gleich nochmal eine nächste Frage, weil Sie hatten es ja gerade auch, wenn Wolken da sind. Was machen Sie bei einer schlechten Wetterphase? Haben Sie auch einen Speicher integriert? Ja, Warmwasserspeicher haben wir drin. Ein Stromspeicher haben wir noch nicht, aber das wird jetzt kommen. Also das ist ja jetzt aus der Förderung raus seit Januar.
Im Moment speisen wir einfach ins Netz ein, ohne dass wir Geld dafür bekommen. Aber in den nächsten Tagen wird es umgestellt und dann geht der Strom ins Haus und nicht direkt ins Netz, sondern erstmal ins Haus. Und dann werde ich auch einen Speicher noch installieren, Stromspeicher. Und dann war noch eine Frage, gibt es irgendwelche Leitungen oder welche Leitungen gibt es zwischen drehenden und stehenden Systemen? Ja, also das war ein Thema, wie gehen wir damit um? Wir haben gesagt, ja, das drehen wir wieder zurück. Das hat es vereinfacht. Wenn es endlos drehen würde, dann bräuchte man einen relativ komplizierten Drehzylinder, wo die ganzen Leitungen reingehen und wieder raus. Das gibt es. Bagger hat es beispielsweise. Aber das hier so zu konzipieren, wäre extrem aufwendig. Und wir haben uns entschlossen, Milchschläuche zu nehmen. Also das kommt von den Melkmaschinen, Milchschläuche, und da geht eigentlich auch alles durch. Also auch das Abwasser. Auch das Regenwasser, was dann in der Zisterne unten gesammelt wird. Alles geht eigentlich durch diese Milchleitungen, und die sind bis heute einwandfrei. Es sind ja Lebensmittel echt, ja, und das sind Leitungen, die man auch verdrehen kann. Da kommen wir auch noch gleich zu einer Frage, weil gerade das Regenwasser. Ja? Also, eine Gasleitung haben wir noch drin. Okay. Das geht dann nicht über diese Melkschläuche, sondern da haben wir dann eine richtige Gasleitung mit Edelstahlummantelung. Die ist aber nicht drehbar. Und da muss man dann ein Drehgelenk einbauen. Ja, Regenwasser, genau, weil Sie von Wasser gesprochen haben. Es wurde auch gefragt, wie denn die Genehmigung ausschaut, weil eine andere Person hat gesagt bekommen, mit Regenwasser wird es bei Ihnen nicht gehen, wegen zu viel Vogelkot. Sie haben jetzt von Reinigungsteichen gesprochen. Können die da irgendwie weiterhelfen? Wegen Vogelkot kann man das Regenwasser... Wurde das Regenwasser wohl nicht genehmigt, um die Waschmaschine damit zu bedienen? Ja, ich könnte aber auch das Regenwasser ja erstmal über eine kleine Grünstrecke laufen lassen oder einen Filter machen. Es gibt so Filter, die man über die Zisterne legen kann, dann läuft das Wasser durch diesen Filter durch. Also das geht schon, ist schon machbar. Mhm. Wir haben, glaube ich, gar keine Genehmigung eingeholt. Wir haben das einfach gemacht. Okay. Also oft muss man, aber es ist heute immer schwieriger, was zu machen. Also wir haben ja auch viele Dinge gemacht, die tatsächlich keine Zulassung hatten. Wir hatten zum Beispiel eine Holzröhre gebaut. Es gab noch keinen Leim. Der musste entwickelt werden. In 6-monatiger Entwicklungsarbeit an der ETH Zürich, ich war ganz zuversichtlich, dass die das hinkriegen, 5 Kubikmeter Holz ist da gecrasht worden, also Crashtest gemacht. Und wir brauchten einen Leim, der genauso fest ist wie das Holz, das war kein Problem, das gab es gleich, aber genauso elastisch. Und diese Röhre, die hat schon eine Ausweichung oben von 1,5 Zentimeter, wenn da richtig Sturm drauf ist, dann bewegt sich auch das Haus. Okay, jetzt kommt hier gerade noch ganz neu, kommen noch zum Heliotrop Fragen rein. Und zwar, das eine ist, wie hoch ist Ihr Autarkiegrad? Ja, der Autarkiegrad, da ist, da habe ich jetzt damals keinen Wert drauf gelegt, sondern wir speisen eigentlich direkt ins Netz ein, alles, was wir haben, ins Netz. Das, gut, das war damals, ja, das Netz war unser großer Speicher. Das war eigentlich immer meine Überlegung. Wir können einspeisen ohne Ende ins öffentliche Netz. Es gab ja damals auch noch kein EEG. Später hat sich das dann natürlich auch wirtschaftlich ausgezahlt. Aber als wir das gebaut haben, natürlich nicht. Da war es eines Zuschussgeschäft. Und dann kommt noch eine sehr private Frage. Wie ist es denn mit den Gerüchen bei der Komposttoilette? Braucht es da nicht Chlor? Nein. Das Tolle ist, dass sie überhaupt nichts riechen.
Also im Gegensatz zum Wasserklo, wenn da der Nächste reinkommt und das große Geschäft gemacht ist, der riecht was. Aber hier riechen sie nichts. Und zwar deswegen, weil es ein Dunstrohr gibt und dieser Kompost entwickelt Wärme, ungefähr 60 Grad im Innern. Ja, das zersetzt sich ja alles. Also es ist übrigens nicht nur das Klo angeschlossen, sondern was ganz toll ist, die Küche. Alle kompostierbaren Küchenabfälle, Brotkrümel, alles kommt da rein, ein kleiner Deckel und wir schieben das gerade da rein und dann ist es weg. Dann ist es praktisch, wird zu Kompost verarbeitet. Irgendwann ist es Blumentopferde. So, und es gibt dann dieses Dunstrohr nach oben und dadurch, dass da eine Wärme entwickelt wird in dem Kompost, gibt es auch eine Thermik, ja, und einen Unterdruck in dem System. Und wenn Sie jetzt den Klodeckel aufmachen, gibt es da einen Unterdruck und das spürt man kaum, aber da wird die Luft abgesaugt. Und die Luft, der Geruch verschwindet da, wo er entsteht. Der verschwindet praktisch im System. Geht oben raus dann, oben am Dach. Und je nachdem, wie da Witterungsbedingungen sind, kann es dann schon mal sein, dass man oben, wenn man auf der Dachterrasse ist, einen leichten Geruch wahrnimmt. Also da müsste man dann einfach noch, wenn man das wollte, den vermeiden, das Dunstrohr etwas verlängern nach oben. Okay. Aber das ist wirklich phänomenal, dass eben das extrem sauber ist. Extrem sauber und geruchlos. Schön. Dann gehen wir mal zur Solarsiedlung in Freiburg. Da gibt es Fragen, was passiert denn bei Stromspitzen? Und kann dort gespeichert werden und wie ist denn da der Wirkungsgrad? Gut, der Wirkungsgrad von damals, der war so um die 11%. Heute sind wir bei 21% Standardmodule. Also das hat sich wesentlich verbessert. Damals war auch der Preis vielleicht beim Fünffachen von heute. Also da haben wir wirklich riesige Fortschritte erzielt. Und das habe ich vorhin schon mal erzählt, durch das EEG eigentlich angestoßen. Wir wussten immer, das ist eine Technik, die wird günstig, wenn sie vielfach produziert wird. Aber es war halt noch ein Produkt, was kaum nachgefragt war. Und das EEG hat es ermöglicht, dass es nachgefragt wurde und dann wurden auch Massen produziert und dadurch ging der Preis dann nach unten und die ganze Welt kann jetzt über günstigen Strom verfügen, über die Photovoltaik. Auch in Afrika mit kleinen Modulen. Ja. Und jetzt noch eine Frage zur Solarsiedlung. Aus welchem Material ist denn die Vakuumpaneele? Diese Isolation, die Sie beschrieben haben. Ja, da ist eine, also ursprünglich wollte ich, das war Thyssen in Emden, die haben Paneele gebaut aus Edelstahl, zwei Edelstahlbleche und innen war eine Stütze, entweder mechanische Stütze mit so Federn, aber es hat sich dann durchgesetzt, dieses Kieselgur. Das ist also Kieselsäure, die ist extrem gut wärmedämmend und gast nicht aus und ist praktisch die Stütze. So, und ich wollte, also wir haben geplant auch mit den Thyssen Vakuum in Emden und die haben aber dann zugemacht. Und haben uns kein Angebot mehr gegeben. Also da mussten wir dann umschalten und haben dann umgeschaltet auf Kunststofffolie, die beschichtet ist, silberbeschichtet ist, auch vakuumdicht. Also das sind aber dann mehrere Folien übereinander und innen ist wieder dieses Kieselgur, diese Kieselsäure, die wird hergestellt von Wacker Chemie zum Beispiel. Und Wacker hat auch damals die ersten dieser Module dieser Vakuummodule gebaut, hat dann aufgehört, macht jetzt nur noch das Material und liefert das an Firmen, die neu gegründet wurden. Okay, vielen Dank. Meines Wissens war es das zur Solarsiedlung. Dann gehen wir mal zur Schallstadt.
Und da ist, wie funktioniert, wenn wir denn schon jetzt hier gerade bei Isolation waren, vielleicht gehen wir dann gleich über zu Schallschutz. Wie funktioniert denn da der Schallschutz bei der Leichtbauweise? Ja, das geht eben nur zweischalig. Also das sind zwei Schalen, unabhängig, die schwingen unabhängig und eben dann muss man auch Gewicht reinbringen. Also schwere Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten. Und dann waren da auch noch die Fragen, wie hat es denn da aus mit der Effizienz dieser Vakuumröhren und der Kollektoren, die Sie beschrieben haben? Ja, die Vakuumröhre ist effizienter als die Flachkollektoren. Sind auch etwas teurer, aber durchaus brauchbar. Also wir haben ja da diese Vakuumröhren als Brüstungselemente, die arbeiten noch einwandfrei, auch jetzt nach den vielen Jahren. 1994 in Betrieb gegangen. Okay, jetzt gibt es hier noch ganz andere Fragen zu den Gebäuden, auch sowas wie, was für Gemeinschaftsräume gibt es denn da? Tja, das ist immer ein gutes Thema. Also bei diesem Haus, was ich Ihnen gezeigt habe, dieses sechsgeschossige Holzhaus mit 21 Wohnungen, da wollte ich auch einen Gemeinschaftsraum. Der Gemeinschaftsraum beschränkt sich jetzt tatsächlich auf die Dachterrasse. Das ist aber schon mal ganz toll. Und dieser kleine Wasch- und Trockenraum. So, also mehr war nicht drin. Also wenn Sie, ich habe vor, wann war das, in den 80er Jahren, Anfang 80, eine kleine Siedlung gebaut. Das war eigentlich die erste Baugruppe hier in unserer Gegend, die ich zusammengestellt habe. Da haben wir die Dorflinde, also einen Platz geschaffen und eigentlich um diesen Platz auch rumgebaut. Das war eigentlich schon ganz, ganz toll und vor allen Dingen autofrei. Ja. Und da war es mir ganz wichtig, einen Gemeinschaftsraum zu bauen, denn das war aber schwierig durchzusetzen. Also es haben sich nur wenige beteiligt und eigentlich musste der irgendwie kostenlos geschaffen werden. Das habe ich dann hingekriegt mit Sponsoren und Firmen und Statik und wer auch immer, der musste da kostenlos arbeiten dafür. Und ich habe auch kostenlos gearbeitet, aber tatsächlich auch noch gewerkelt. Ja. Und wenn ich da war, waren auch immer ein Haufen Leute, die noch mitgeholfen haben. Aber es braucht leider immer jemand, der vorne dran steht und zieht. Sonst funktioniert es nicht. Als ich dann ausgezogen, also der Gemeinschaftsraum hat übrigens sehr gut funktioniert. Alle Kindergeburtstage wurden da drin gefeiert, Tischtennis gespielt, wenn draußen Regen war. Also das war schon ganz toll. Aber als ich dann ausgezogen bin, es hat nicht lange gedauert, dann wurde dieser Gemeinschaftsraum zum Abstellraum. Ja. Okay. Also es braucht einfach immer eine Wertschätzung und es braucht jemand, der das organisiert. Mhm. Also das habe ich auch in München gesehen, so Gemeinschaftsräume oder in Wien. Da wird es sehr kultiviert, aber meistens sind es Genossenschaften und dann ist extra eine Person auch da, die sich darum kümmert, ja, um das Gemeinschaftsleben. Mhm. Also von alleine funktioniert das Gemeinschaftsleben nicht so gut. Ja, Nachbarschaft funktioniert also auch bei uns sehr gut. Auch in der Solarsiedlung funktioniert die Nachbarschaft. Aber einen Gemeinschaftsraum haben wir leider nicht. Ich gebe jetzt kurz den Hinweis zu den allgemeinen Fragen, komme ich gleich noch. Ich habe jetzt noch zwei Fragen zu Schallstadt, dann kommen die allgemeinen, weil die jetzt nochmal wiederholt werden. Es waren nämlich jetzt noch zwei technische Fragen. Und zum einen ist es, wie wird gelüftet? Gibt es da irgendwie eine Wärmerückgewinnung bei der Lüftung? Ist klar. Also was anderes gibt es nicht mehr. Es gibt nur Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Wenn Sie KfW 40 anpeilen, dann brauchen Sie das 40 plus sowieso. Sonst kriegen Sie vielleicht KfW 55 hin. Dann können Sie es eventuell auch über eine Fenster-Spaltlüftung hinkriegen.
Also rein über Abluft und über die Fenster kommt dann die Zuluft rein. Aber wir haben immer Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Das ist eigentlich auch ein Komfort. Und dann ist noch, wie bewerten Sie diese Fußbodenheizungen, die Sie beschrieben haben, im Vergleich zu Wandheizungen? Tja, also ja, es geht halt immer darum, dass man tatsächlich, dass man einmal großflächige Heizflächen hat, dann kann man eben mit niedrigen Temperaturen fahren, das ist ein Vorteil für die Wärmepumpe, niedrige Temperaturen, aber dann brauchen Sie auch Flächen und möglichst Flächen, die nicht zugestellt werden. Also wenn Sie eine Wandheizung haben, dann dürfen Sie halt da an der Stelle jedenfalls keinen Schrank haben, sonst ist eine Wandheizung natürlich auch gut. Oder Deckenheizung, also wir haben hier im Haus haben wir auch Deckenheizungen, das funktioniert auch. Und können Sie uns verraten, was so der Quadratmeterpreis ist bei dem Bau in der Schaltstadt? Oh, da fragen Sie jetzt was. Dann ist immer die nächste Frage, was wollen Sie alles eingerechnet haben? Ja? Sind es die Baukosten? Stand jetzt nicht dabei. Mit dabei? Oder sind es die Verkaufskosten? Die Verkaufspreise kann ich Ihnen sagen. Also wir haben 83 Wohnungen. Wir haben noch zwei Wohnungen ganz oben, also Penthouse-Wohnungen, nur noch zwei und sind erst am Bauen. Ja, also ist wunderbar, eigentlich lief der Verkauf. Die Wohnungen haben gekostet 4.500 pro Quadratmeter ungefähr. Dann geht aber noch der Tilgungszuschuss weg. Die Wohnungen in den Penthäusern, die haben wir angehoben, die sind ein bisschen teurer, sind auch aufwendiger in der Herstellung. Die sind liegend bei 5.500. Aber wenn Sie gucken, was bei uns, wie die Preise liegen, also im Umfeld, dann sind Sie durchaus bei 6, 6.500, 7, in Freiburg auch 8.000 Euro pro Quadratmeter. Wohnfläche. Also wir sind durchaus günstig. Dann komme ich jetzt zu allgemeinen Fragen. Und zwar haben wir da zum einen, wie sehen Sie die Chancen generell bei der Fassadenphotovoltaik? Ja, also wir haben es jetzt beschränkt auf die Brüstungen. Die anderen Flächen wären zu sehr verschattet gewesen, die wir außerhalb der Fensterflächen haben. Und die Fensterflächen, da wollen wir keine. Gibt es auch Folien, die auch noch Strom produzieren, aber dann wird halt der Lichtertrag, auch der Wärmeertrag eingeschränkt. Okay. Haben Sie Erfahrungen mit Solarziegeln? Auch an der Nordseite zu machen, haben aber dann wirklich darauf verzichtet, weil der finanzielle Aufwand relativ groß ist im Vergleich zum Ertrag. Und wir wollten eigentlich auch, muss ich sagen, kein falsches Beispiel geben. Okay. Dann kommt eine Frage, die heißt, haben Sie Erfahrungen mit Solarziegeln? Mit Solar? Ziegeln. Mit Solarziegeln? Mhm. Ja, die gibt es ja schon ewig. Also die gibt es schon seit in den 80er Jahren wurden die hergestellt, aber eigentlich fand ich das ein bisschen komisch. Also so einen Ziegelstein zu nehmen und dann, also ein Dachziegel zu nehmen und dann die Dinger einzubauen, das ist eigentlich ein technischer Aufwand und man hat halt relativ viel Verschaltung. Was wir haben, sind die großen Flächen. Das sind ja im Prinzip, wenn Sie so wollen, auch Ziegel, aber sie sind halt sehr groß. Große Flächen, die übereinander schuppen. Und so habe ich praktisch auch mein Dach geschlossen, regendicht gemacht. Wir haben aber immer noch ein Unterdach, wenn mal Regen doch reinkommt durch Sturm oder so, durch die Ritzen. Oder wenn es Kondenswasser gibt, da ist ein Unterdach in jedem Fall erforderlich. Aber das brauche ich auch, wenn ich ein Haus mit Ziegeln gedeckt habe. Mhm.
Jetzt haben wir ja neu das Lieferkettengesetz und jetzt kam hierzu auch eine Frage, und zwar, wie sehen Sie das da im Zusammenhang mit der Rohstoffgewinnung und den Arbeitsbedingungen? Bei? Wenn man jetzt, ich stelle jetzt mal, dass die Frage auf die Paneelen und auf die Solarzellen ausgerichtet ist. Also früher wurde das alles in Deutschland hergestellt, nachdem die Regierung hier das ausgebremst hat, hat sich das aus Deutschland wegentwickelt und sehr stark nach Asien oder Amerika dorthin verlagert. Inzwischen gibt es ja Bestrebungen, das in Deutschland auch wieder oder in Europa wieder zu machen, also auch große Fabriken zu bauen, die dann auch die Solarzellen herstellen. Im Moment ist es ja so, dass hauptsächlich Module hergestellt werden. Die Zellen kommen aus Asien oder Amerika. Also der Rohstoff wird aber hierher auch in Deutschland hergestellt. Zum Beispiel Wacker liefert Silizium. Wacker im Münchner Raum liefert das Silizium. Dankeschön. Jetzt kommt hier noch neu eine Frage rein. Wir haben in Lindau viele denkmalgeschützte Gebäude. Haben Sie eine Idee, wie man hier erneuerbare Energien etablieren kann? Ja, also immer, fast immer eignen sich die Dächer. Wir haben in Schönau sollte ich ein Gemeindehaus mit Photovoltaik planen. Und dann stand man davor vor dem Gemeindehaus und daneben dran war die Kirche, die hat ein viel größeres Süddach. Die Kirchen sind ja meist nach Ost-West ausgerichtet, ein riesen Süddach. Und da habe ich gesagt, wieso nicht auf die Kirche? So. Und dann kam aber das Denkmalamt in Freiburg und die haben gesagt, geht nicht auf dieser Kirche und überhaupt auf keiner Kirche. Also das passt nicht. Dann haben wir trotzdem gemacht. Mit Unterstützung dann der oberen Denkmalbehörde in Stuttgart. Dort waren Architekten auch bei der Denkmalbehörde, nicht nur Historiker und Kunsthistoriker. Da war durchaus ein Wohlwollen. Wichtig war uns und denen natürlich auch, dass es ästhetisch ist. Und das finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Immer, wenn man was macht, dass man schaut, dass es möglichst ästhetisch ist. Nicht, dass einfach irgendwas da drauf geschraubt wird auf die Dächer. Und wir haben das dann machen dürfen. Und dann war das nachher Beispiel für, wie man mit Denkmalschutz umgeht. Und inzwischen ist das, glaube ich, kein großes Thema mehr. Also man muss halt einfach schauen, dass es gut integriert ist. Und falls es nicht gleich genehmigt wird, nicht locker lassen, habe ich vernommen. Ja gut, das ist ja immer die Frage. Also wenn man immer nachgibt, also es ist immer auch ein Kampf. Und man muss halt dann schauen, mit wem redet man. Und also wenn ich Ihnen sage, wie lange wir gebraucht haben für dieses Wasch- und Trockenräumchen, dass wir das genehmigt gekriegt haben, ist, glaube ich, gar nicht genehmigt. Aber reden Sie, erzählen Sie es nicht weiter. Nö. Hat auch sonst hier niemand gehört. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Holz. Und zwar kam hier die Frage auf, wenn jetzt Holz zum Holzbau genutzt wird und noch für die Holzpelletheizungen, haben wir dann irgendwann ein Thema bezüglich Holz? Ja. Das kann durchaus sein. Also das Holz Holzbau wird ja sehr propagiert. Ich bin auch sehr dafür. Es ist ein Lieblingsbaustoff von mir. Aber wenn es im großen Stil eingesetzt wird und man nicht sparsam damit umgeht, kann es sein, dass wir die Wälder überfordern. Also dass mehr Holz aus dem Wald geschlagen wird, als nachwächst. Und das kann eigentlich nicht sein. Aber im Moment sorgt man mit allen möglichen Produkten dafür, dass Regenwälder abgeholzt werden und Palmöl angebaut wird, also Palmen angebaut wird für Kosmetik oder für andere Dinge oder dass es im Autotank landet.
Also das ist eigentlich, da muss man dringend drauf achten. Und eigentlich müsste man das stoppen. Mhm. Da gebe ich Ihnen recht. Aber Holz verwenden, das ist richtig, aber es so viel, dass halt wieder genügend nachwächst im Wald. Genau. Jetzt haben wir noch eine fachfremde Frage, aber ich frage es einfach mal. Und zwar, haben Sie denn auch Erfahrungen mit vertikalen Windrädern? Nein, haben wir bis jetzt noch nicht gebaut. Da gibt es ja unterschiedliche Untersuchungen. Letztens habe ich eine Untersuchung gelesen, dass die Horizontalachsen, dass das wesentlich günstiger ist als die Vertikalachsen. Aber habe gerade auch wieder einen anderen Artikel gelesen, wo das andersrum behauptet wird. Also ich habe da selbst keine Erfahrung. Wir wollten es auch immer mal wieder einsetzen, haben aber immer nie genügend Windhöfigkeit gehabt, wo wir gebaut haben. Jetzt habe ich, glaube ich, auf dem Sonnenschiff hat man mal Windräder geplant, aber da habe ich dann keine vernünftigen Daten bekommen vom Schall, vom Lärm. Und das kannst du nicht machen. Also man kann nicht so ein Windrad aufstellen und die Leute ärgert es nachher. Wohl, will da keiner wohnen. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, haben Sie eine Empfehlung zum Einsatz von Brennstoffzellen? Also wir haben es bisher noch nicht gemacht, aber Brennstoffzelle ist durchaus eine Technologie, die ist ja auch uralt. Das ist ja über 100 Jahre alt, also so alt wie die Bleibatterie. Das ist ja nur praktisch das Umgekehrte. Wenn Sie Strom in eine Bleibatterie reingeben, erzeugen Sie Wasserstoff. Die Blasen, die dann entstehen, das ist Wasserstoff. Und mit Wasserstoff, mit der Brennstoffzelle können Sie praktisch aus Wasserstoff wieder Wasser machen und Strom. Wobei da ganz wichtig ist, dass, wo man das macht, dass man nicht nur den Strom nutzt, sondern auch die Abwärme nutzt, die dabei entsteht. Aber Wasserstoff ist so ein Hype im Moment und viele setzen auf Wasserstoff. Es geht erstmal darum, den Strom regenerativ zu gewinnen. Und dann kann man überlegen, mit überschüssigem Strom, den kann man dann nutzen, um Wasserstoff zu erzeugen. Aber nicht, dass man von vornherein jetzt Wasserstoff erzeugt. Meistens wird der Wasserstoff ja erzeugt aus Gas, aus Erdgas, also fossil. Da hat man nichts gewonnen. Ja, dann vielen Dank. Wenn ich das richtig im Überblick habe, waren das die Fragen, die gestellt wurden. Da ging es um das bidirektionale Laden. Das haben wir übrigens vor. Also bidirektionale Laden. Wenn wir das schaffen, im Moment, die Technik gibt es, aber es gibt halt noch auch da noch keine Regelungen, wie man damit umgeht, finanziell damit umgeht. Wenn wir das schaffen, das bidirektionale Laden, dann haben wir jede Menge Speicherkapazität. Also dann können die Fahrzeuge, die eigentlich meistens rumstehen, können auch Strom liefern. Und dann wieder Strom aufnehmen, wenn Überschüsse da sind. Das ist eigentlich eine ganz tolle Entwicklung und da, der gebe ich auch große Zukunft. Haben Sie gerade noch gesehen, dass da gleich die nächste Frage dazu gestellt wurde? Nee, ich habe... Da steht jetzt DC oder AC bidirektional laden. Also wir machen es AC. Aber man kann das auch DC machen. Das kommt, man muss einfach das System dann durchdenken und durchspielen. Es kommt halt auch auf die Technik an, die einem zur Verfügung steht. Okay, jetzt kommt hier gerade noch mal eine Frage. Lohnt sich die Solarthermie eigentlich noch? Oder soll man lieber gleich PV? Und es fällt mir leider gerade nicht ein, was WP ist. Wärmepumpe. Ach, na klar, die Wärmepumpe. Ja, also wenn Sie eine Wärmepumpe haben, dann brauchen Sie Strom. Für das warme Wasser brauchen Sie nur wenig Pumpenstrom. Also wenn Sie Warmwasserkollektoren haben. Es ist beides okay. Auf der anderen Seite, wenn Sie
ein System haben mit PV zum Beispiel, also mit Strom können Sie halt alles machen. Und mit warmem Wasser können Sie halt nicht alles machen. Also wenn ich dran denke, dass die Firma Hans Grohe erstmal Warmwasserkollektoren auf das Dach machen wollte, habe ich ihnen gesagt, dann produziert er gerade das, was er schon als Abfall hat. Die mussten die Spritzgussmaschinen kühlen. Und da haben sie praktisch das Wasser schon warm. Und jetzt macht man auch zusätzlich, und das muss man wegkühlen, ja. Und jetzt macht man zusätzlich noch warmes Wasser. Also man muss halt immer das Gesamtsystem durchdenken. Der große Vorteil bei Photovoltaik ist, selbst wenn der Speicher voll ist, Sie können den Strom dann ins Netz einspeisen. Also mit warmem Wasser haben Sie da wenig Chancen. Also wenn der Speicher voll ist, dann arbeitet er nicht mehr. Und wenn Sie im Urlaub sind, im Sommer und der Speicher ist voll, niemand nützt dieses warme Wasser. Während, wenn Sie Strom produzieren, können Sie den ins Netz einspeisen und andere haben was davon. Ja, vielen Dank. Auch ganz spannend, diese Fragen beantwortet zu bekommen. Ich gebe jetzt wieder weiter an die Michaela Dietenmeier. Genau. Und ich möchte Ihnen auch, Herr Disch, ganz herzlich danken für diesen tollen Vortrag, der zeigt, wie nützlich das ist, daran zu arbeiten, dass Ideen zur Realität werden und dass es ein Denken ohne Grenzen gibt, um diese ganz neuen Realitäten so verwirklichen zu können. Also das war wirklich ein ganz wunderbarer Vortrag. Herzlichen Dank. Diese Rückmeldungen gab es auch überall im Chat. Ja. Also ich muss sagen, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn es ein kleiner Beitrag war, dass man zum Handeln kommt. Das ist jetzt entscheidend. Wir können Konzepte machen, so viel wir wollen. Wir müssen zum Handeln. Ja, ganz genau. Bei uns in Lindau stehen gerade einige Neubaugebiete an und ich hoffe, dass uns der ein oder andere Impuls weiterhilft von Ihnen. Also herzlichen Dank an Sie. Ich bedanke mich auch bei all den Zuhörerinnen für das Interesse und möchte schon jetzt vorab einen Hinweis geben, dass wir Mitte Juni ein Webinar planen, also das Datum haben wir noch nicht genau, zum Thema Speicher. Und zwar hatten wir ja kürzlich das Thema Photovoltaik im Webinar und also Photovoltaik für Industrie, Landwirtschaft und Privathäuser. Und jetzt ist so folgerichtig quasi, dass wir uns dann auch überlegen, wie wir die Energie dann auch speichern können. Sowohl für Industrie, Landwirtschaft und Privathäuser, als auch für die Privathäuser und die Anlagen, die über 20 Jahre alt sind. Was kann man da an Speichern nutzen? Ein bisschen später werden wir dann, vielleicht im Herbst erst und vielleicht dann auch als Live-Seminar, als Live-Vortrag einen Vortrag planen mit dem Christoph Drechsel aus Vorarlberg, dem Autor des Buches 2 Grad, eine Tonne, das übrigens auch sehr empfehlenswert ist. Genau. Er erklärt und rechnet es vor, welche notwendigen Schritte zum Ziel der Klimaneutralität führen. Er gibt dabei wesentliche Denkanstöße für Einsparpotenziale, auch für jeden Einzelnen, ohne dogmatisch zu sein. Wir werden die Einladungen, wenn wir von Ihnen nichts anderes hören, auf unsere E-Mail-Adresse klimawebinare@gmx.de, werden wir die Einladungen zu den folgenden Webinaren oder auch Live-Vorträgen an alle schicken. Wenn Sie das nicht möchten, geben Sie uns Bescheid. Okay, ich unterbreche jetzt an dieser Stelle die Aufnahme.